Hallo, in dieser Folge geht es um Make-up-Erstausrüstung für Fotografen. Ja, nicht nur Fotografen, auch Filmer vielleicht sogar. Klassische Thema. Du kommst zu einem Kunden oder zu einem Kundenshooting oder ins Studio oder egal, zu irgendeinem People-Shooting. Kamera ist vorbereitet, Objektive sind montiert, gereinigt, alles top beieinander, Akkus sind geladen. Dann arbeitest du mit Personen zusammen. Die Personen sind standardmäßig nicht immer geschminkt oder irgendwie, naja, für ein Shooting oder für einen Videoauftrag vorbereitet. Zu diesem Zwecke ist es immer wunderbar hilfreich, wenn man ein paar Kleinigkeiten einfach mit hat. Die nehmen in dem Fotorucksack oder in der Studiotasche nicht viel Platz weg und ersparen dir einfach irrsinnig viel Ärger und halten einfach das Set oder deine Arbeitsumgebung am Laufen. Tja, was ist da so in dem Köfferchen drinnen? Eines mal gleich vorweg. Liebe Fotografen, da ja die meisten männlich sind, weiblichen werden eher weniger das Problem haben, wundert euch nicht, wenn ihr in ein Geschäft geht, diese Sachen alle kauft und spätestens an der Kasse werdet ihr fröhlich angelächelt. Die Dinger kosten ein kleines Vermögen, halten aber ewig. Ja, und vor allem, wenn man eine wunderbare Frisur hat wie ich, beim Daft kaufen nicht wundern. Daft ist mal das erste, beziehungsweise Haarspray. Hier der Tube XXL, kann man auch im Friseurzubehör kaufen, ist optimal, um einfach kleine Haarsträhnen, ich kann es jetzt nicht vorzeigen, kleine Haarsträhnen einfach schnell zu entfernen. Das sind vor allem die kleinen, feinen Härchen, die auf der Außenseite immer leicht wegstehen. Erspart einem irrsinnig viel Zeit in der Bildbearbeitung und auch irrsinnig viel Ärger. Dann gibt es hier so Reinigungstücher. Pflegende Reinigungstücher. Die sind dann dafür wieder gedacht, um das Make-up oder was auch immer sich schon im Gesicht oder sonst irgendwo befindet, einfach schnell und einfach abzuwischen. Allgemein zu diesen Sachen, fragt auch allgemein eine Visagistin oder direkt im Geschäft einfach nach, welche Produkte die Leute selbst verwenden. Mir wurde gesagt, die blauen brennen weniger auf der Haut und in den Augen wie die weißen. Also habe ich meinen Models zuliebe die weißen nicht mehr verwendet, sondern nur mehr die blauen. Die Reinigungstücher eignen sich auch irrsinnig gut dafür, gleich wie normale Brillenputztücher, um einfach auch schnell mal glatte, glänzende Oberflächen zu reinigen. Das kann durchaus mal sein, ein paar Knöpfe irgendwo, Gürtelschnallen, durchaus auch Schuhe und so weiter. Wunderbar. Haarbürsten in den, mit oder ohne Haare, in den verschiedensten Variationen, das ist eher für lockiges Haar, so eine Bürste eignet sich irrsinnig gut, um kleinere Haarteile oder Haarsträhnen aus dem Gesicht zu entfernen. Wie die Teile alle genau heißen, könnt ihr euch in der Werbung informieren, beziehungsweise bei Visagisten und Friseurinnen und Make-up-Artists und so weiter. Dann gibt es hier diese Make-up-Cremen, diese Anti-Shine, was auch immer. Da gibt es auch Transparenzpuder und verschiedensten Schaum für die Haut, um eben Glanzstellen zu vermeiden. Ich habe die hier gekauft in 3 Helligkeitsstufen. Das hier ist kein Schminktutorial und kein Beauty-Tutorial, sondern ein Laie spricht aus der Anwendung heraus. Eines ist schon leer. Ich habe gekauft hell, mittel, dunkel, um mir einfach verschiedenste Hauttypen bzw. auch Jahreszeiten einigermaßen anpassen zu können. Das heißt, im Sommer eher vielleicht dunkleres Make-up, im Winter vielleicht eher helleres. Ich habe mich auch für diesen Schaum hier entschieden. Der Grund ist ganz einfach, ich wollte einfach nicht, dass sich die Personen gegenseitig, wenn man sowas, okay, das ist ein Schminkspiegel, gegenseitig mit diesen Buddha-Pads oder wie die heißen, sich gegenseitig ins Gesicht fahren. So hat wirklich ein jeder Kunde die Möglichkeit, neutral, frisch aus der Dose sein eigenes Make-up zu bekommen. Kleiner Schminkspiegel ist hier auch noch dabei, bekommt man auch oft als Werbegeschenk. Dann ist hier so ein Glättungsspray, hitzeaktives Glättungsspray.
Wird, glaube ich, verwendet für die Glätteisen und so weiter, um die Haare zu schonen. Haarspray auch eine zweite Dose. Kann je nachdem, was man fotografiert, recht viel draufgehen. Dann gibt es hier Haargel für Jungs und Mädels, für Männer und Frauen. Extra stark, eignet sich hervorragend, um eben, und sollte auch nicht verkleben, eignet sich eben, um Männerfrisuren zu stylen. Geht ganz schnell und einfach. Dann haben wir nochmal Glanzwachs. Und ja, es geht dahin. Dann Haarspangen in Schwarz und Braun, eben auch geeignet für dunkle Haare beziehungsweise für blonde oder hellere Haare und auch natürlich Haargummis, einfach als Massenware, kostet Euro so ein Teil. Dann gibt es hier noch so ein Wimpern Zeugs, Mascara heißt das, glaube ich. Ist einfach dafür gedacht, Models kommt immer wieder vor, sie schminken sich zwar selber, schminken sich auch sehr gut, kommt aber immer wieder vor, dass einfach Kleinigkeiten mal fehlen in der Schminktasche. Und das ist ganz hilfreich, wenn man so ein Mascara mal hat, schnell um die Wimpern nachzuarbeiten. Dann hier auch solche Lidstrich-Dinger, Eyeliner, Dankeschön, zum Glück sind die angeschrieben. In Schwarz sollte man einfach griffbereit haben. Ist fein, wenn man das griffbereit hat. Was haben wir hier? Eyeliner. Okay, auch Eyeliner. Dann gibt es auch Augen-Make-up-Entferner. Ich habe hier eher geschaut, um hier hautverträgliche, sanfte Produkte einzukaufen. Naja, Marke ist egal. Dann ja auch eine Hautcreme. Soll einfach vor. Bereiten oder behilflich einfach sein, gerade im Winter und so weiter, wenn trockene Haut einfach ist bei den Händen und so weiter, damit sich die Models einfach oder die Personen, die abgefilmten oder abgebildeten Personen einfach ein bisschen eincremen können. Dann ganz normale Taschentücher, feuchte Tücher, Feuchtigkeitstücher, Wattepads ist einfach hilfreich, um die Eyeliner noch ein bisschen nachzuarbeiten, beziehungsweise um hier das Make-up feiner aufzutragen und nachzuputzen. Auch solche Wattepads, um eben auch zum Beispiel dieses Make-up ja feiner aufzutragen. Und was die meisten immer wieder vergessen, sind solche Kleiderroller. Eignen sich wunderbar, um Fusseln schnell von der Kleidung zu bekommen. Sind hier so ein paar Kleinigkeiten. Natürlich könnte man das Repertoire, glaube ich, unendlich erweitern. Babyöl sehe ich noch gerade in der Liste. Optimal für Bodybuilder zum Beispiel oder für Dessous-Shootings, um durch das Blitzlicht einfach weiche, seidige, glänzende Haut entstehen zu lassen. Tja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die dir auf jeden Fall helfen sollen und können, um dir die Bildbearbeitung deutlich zu erleichtern. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.